Wir haben ja schon zu Beginn gesagt, oder ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass die Leistungen und die Menschen, die diese Leistung, diese Pionierarbeit vollbracht haben, ganz unterschiedlich sind und aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Das haben Sie bei den ersten Preisträgern in ihrer Unterschiedlichkeit schon erlebt. Und das wird auch jetzt so sein. Dennoch gibt es auch in diesem Bereich Entertainment wieder eine Verbindung zu Management und eine neue Form des Managements. Und sowohl die Preisträgerin, die mit ihrem Projekt heute schon genannt worden ist, und wir werden gleich hören, wer es ist, als auch der Laudator verbindet in gewisser Weise Entertainment und Management. Kommen wir in der Reihenfolge zunächst zum Laudator. Er hat sich mit dem digitalen Wandel in der Musik beschäftigt, zum Beispiel in seiner Promotion, und er beschäftigt sich mit digitalem Wandel in Management mit seiner eigenen Firma. Es ist nämlich niemand Geringeres als der Gastgeber. Begrüßen Sie also den Geschäftsführer von W, Dr. Wilms Buse. Danke, Tim. Vielen Dank, das war klasse. Ein Hauch von Oscar weht über das Messegelände. Hollywood lässt grüßen, oder? Verehrter Herr Minister, liebe Gewinner, liebe Jury, liebe Laudatoren, vielen Dank auch an die Gewinner, dass sie extra den langen Weg, zum Beispiel aus Washington, zum Beispiel aus Belgien, zu uns gewählt haben, hier extra für den Award zu kommen. Da bin ich sehr dankbar. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Los Angeles und geben abends ein Konzert. Und Ihnen fällt ein, Mensch, ich wollte ja noch mit jemandem in Deutschland skypen. Sie sind aber bei Verwandten untergekommen, die schon etwas älter sind und kein WLAN zu Hause haben. Was machen Sie? Die Gewinnerin hat sich für die ganz spannende Variante entschieden. Sie hat einfach getwittert. Hallo Los Angeles. I need a strong internet connection and a quiet room. Please help. Und als wir dann ein paar Stunden später geskypt haben, da saß sie in einem Wohnzimmer von Menschen, die sie vorher nicht kannte. Und sagte so, hey Wilms, schau mal, die sind zwei Fans, die mir gerade auf Twitter geantwortet haben, we're 10 blocks away, come over. Und so saß sie da im Wohnzimmer und wir haben geskypt. Und diese Geschichte beschreibt einerseits einfach die Einstellung unserer Gewinnerin unglaublich gut, nämlich eine unglaubliche Nähe zu ihren Fans. Und nicht nur ein Zuhören, sondern eine wirkliche Nähe, noch näher, eine physische Nähe sogar. Und ich finde auch, dass es ein perfektes Beispiel für das Thema Share Economy ist. Nun denn, sie ist sehr aktiv auf Social Media. Sie hat fast 1 Million Follower auf Twitter. Sie schreibt wahnsinnig authentisch in ihren Blogs über alles, was sie bewegt. Und es zahlt sich auch aus für sie. Denn sie hatte tatsächlich die Idee, ich möchte ein tolles Album, ein neues Album produzieren und ich möchte auf Welttournee gehen. Und hat ihre Fans gefragt, ob sie dabei unterstützen. Und sie hat gesagt, okay, es ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich habe es durchkalkuliert, ich brauche ungefähr $100.000. Gut zu hören jetzt. Ich brauche ungefähr $100.000. Hat einen tollen Film dazu gemacht, wo sie sagt, hey, music needs your help. Und sie hat sich ungefähr 3 Wochen Zeit gegeben, um diese $100.000 zu erreichen. Was meinen Sie? Es war nicht 100.000, es war nicht 200.000, es war nicht 500.000, es war nicht 1 Million, sondern innerhalb von wenigen Tagen hat sie $1.2 Millionen von ihren Fans, von 25.000 Fans, eingesammelt
um ihren Traum zu realisieren. Um ihren Traum zu realisieren, unabhängig von einem Musiklabel, die Musik zu produzieren, an die sie glaubt. Und naja, es kam zu einem kleinen Bruch mit ihrem Musiklabel. Und der hatte nichts mit Geld zu tun, das hat sie mir versichert. Und ich kann es auch sowas von nachvollziehen. Denn sie ist zu ihrem Label gegangen und hat gesagt, ich möchte ein Video produzieren, und hatte so etwas freizügigere Gedanken bei dem Video. Und da hat das Label-Management gesagt, du bist etwas zu dick. Lektion des Abends. Sagen Sie, egal ob Management oder nicht, niemals zu einer Frau, du bist zu dick. Überzeugen Sie sich selber, wir haben ein Video von der Gewinnerin Amanda Palmer. Welch ein abruptes Ende, aber was für ein fantastischer Anfang. Und ich darf dazu sagen, weil du dich gerade umgedreht hast, also Crowdsourcing funktioniert unabhängig vom Grad der Freizügigkeit. Das wählt man. Nein, also das ist, kann man, es ist, es wirkt, also das kann man so machen, so, oder? Ist richtig, oder? Du bist Experte? Ja. Ja, absolut. Ja. Absolut. Gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Wir kommen an dieser Stelle zu einer kleinen Änderung, denn es ist tatsächlich der erste Preisträger, den wir nicht persönlich hier haben. Allerdings. Ihr habt das gewusst in der Jury, dass es so kommen würde und habt euch trotzdem entschieden, wir wollen das trotzdem. Warum? Genau, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Mhm. Als wir die Jury-Sitzung hatten, waren wir uns einig, dass sie einfach mit dem, was sie geleistet hat in den letzten Jahren, und übrigens, sie hat gerade letzte Woche in Amerika einen wirklich fantastischen TED-Talk, heißt das, TED, Technology, Entertainment and Design Talk, einfach googeln, Amanda Palmer TED Talk, einen fantastischen TED Talk gehalten, und also sie hat es einfach so verdient, diese Kategorie zu gewinnen. Aber wenige Tage vor der Jury-Sitzung hat sie in ihrem Blog geschrieben, dass einer ihrer besten Freunde sehr schwer erkrankt ist und sie deswegen die Tournee und auch alle internationalen Reisen für die nächsten Monate einfach abgebrochen hat. Von daher haben wir uns trotzdem, in dem Wissen, dass sie nicht hier bei uns sein kann, trotzdem für sie entschieden. Und ich finde, der Bauch ist auch nicht dick, oder? Na, und vor allen Dingen, ich finde, das ist auch eine Haltung zu sagen, Mensch, ein Freund von mir ist krank, ich sage eine Welttournee ab, die mir viel Berühmtheit und ich weiß nicht, was gebracht hätte. Auch eine tolle Haltung, die, wenn Sie damit einverstanden sind, wahrscheinlich noch dem Ganzen, das sie es verdient hat, noch etwas hinzufügt. Absolut. Nichtsdestotrotz waren wir natürlich auch neugierig, auch auf Ihre Meinung. Wie sieht sie den Wechsel, der stattfindet im Bereich Entertainment, dass plötzlich ein Künstler selbst auch sein eigener Manager ist, was das für Brüche mit sich bringt, hast du dargestellt. Wie sieht sie selbst es, hat die Jury auch gefragt, und Wilms hatte die besagte Chance, mit ihr zu sprechen. Den Skype-Talk hast du angesprochen und hier ist der Skype-Talk. Well, Amanda, first of all, congratulations to you for winning the prestigious Leader in the Digital Age Award. This is your prize, right? Can you see it? Can I introduce two people I have in the background? Yes, please. Come into the frame. These are two of my fans whose house I'm using because I don't have any wireless. Oh, excellent. Hello from Germany. Okay. Amanda, how does it feel to win a management award as an artist? it feels appropriate because I've been more or less with a lot of help managing my own career for the past 13 years. And it's part of the big part of why things have worked out the way they have is I've maintained a lot of control over my career and the way things work and how I've done things and how I've connected with my fans.
So finding the right combination, and this is a huge issue right now for every artist I know, because the best manager for a lot of artists is themselves, because they know their fans and they know themselves and their stuff best. It feels really good to be honored for the other kind of work that I do. You know, I do sometimes worry that people forget also I'm a musician, especially like with my TED Talk and with the Kickstarter. It's nice to be honored for being an impressive business person, but I don't want people to forget that I'm an artist. It's really a shame you can't make it to Germany, to the awards. Any plans to come to Germany anytime soon? Yes. I'm coming back to Europe this summer, and that may, I think, include a stop in Germany. But in more exciting potential news, my husband, Mr. Neil Gaiman, who's a great writer, and I are trying to figure out where to live, because right now we're slightly homeless, and we've talked about doing a sort of a cosmic, you know, gypsy tour of the world where we live in a few different cities, and Berlin is high on the list. It's a beautiful, beautiful city, and we have lots of friends there. And my German audience is great. Again, congratulations to winning this prestigious award. Vielen, vielen Dank. You're so welcome. And hoffentlich bis bald. Das hoffen wir auch. Berlin ist oben auf der Liste, hat sie gesagt. Ich habe mir sagen lassen, es ist irgendwo knapp unter Hannover, glaube ich. Also ich glaube auch, wenn wir genug twittern, egal ob offline oder online, ja, vielleicht überzeugen wir sie auch, nach Hannover zu kommen. Ja. Also Twitter-Gerät, ob sie das empfängt, wissen wir nicht. Vielleicht per Fotoprotokoll oder, Herr Minister, Sie haben es gesagt, per Facebook, aber auf jeden Fall die Twitter-Nachrichten werden Sie erreichen. Ja, insofern können wir ihr den Preis nicht direkt übergeben. Genau. Aber Herr Minister Lies hat gesagt, und ich gucke mal, ob er das bestätigt, Sie vertrauen Wilms Buse, dass er diesen Preis dann tatsächlich auch übergibt. Entweder, wenn sie nach Berlin oder nach Hannover kommt oder wenn du dich auf den Weg machst in die USA, bei welchem Bekannten von ihr oder Twitter-Partner von ihr euch dann auch immer trefft. Also insofern wäre... Das machen wir in Echtzeit. Genau. Ja, und dann erfahren wir davon ebenfalls über Twitter. Genau. Also ich würde sagen... Ich nehme den Preis mit, sozusagen. So ist es. Genau. Da ist der Preis dir. Vielen Dank für die Laudatio. Genau. Und da ist der Preis für Amanda. Für Amanda.